Debatten mit den Vertretern der Opferverbände gelungen. Dafür danke ich allen Verantwortlichen. Wiedergeben. Ein gefallenes Gesicht. Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag. Demokratie, ein eindringliches Zeichen der Mahnung. Die Bundesrepublik bekennt sich zu ihrer historischen Verpflichtung und Verantwortung gegenüber jenen, die im Nationalsozialismus als Zigeuner verfolgt wurden. Bessere Form des Gedenkens zu finden. Nun setzt ein Mahnmal allein reicht nicht. Wir brauchen das Engagement aller aufrechten Demokraten. Das Denkmal, das hier errichtet worden ist, bedeutet, dass der Holocaust an unserer Minderheit, an 500.000 Sinti und Roma in Europa, in der Mitte Europas angekommen ist, in Deutschland. Und das heißt auch, für die Demokratien der Europäischen Union Verantwortung zu übernehmen. Ich denke, dass das eine positive Auswirkung hat, weil sich die heutige Regierung von diesen schlimmen Sachen distanziert, dass sie uns als Bevölkerungsteil nicht nur anerkennen, sondern dass sie uns die Gewissheit geben, dass wir seit Jahrhunderten zu diesem Volk dazugehörig sind. Wir definieren uns als deutsche Zigeuner und jetzt sind wir angekommen, denke ich. Ja, von der Rede.